Und die Boxentüren haben sich geöffnet an der 2400 Meter Marke für den Preis des Casino Baden-Baden. Das Feld formiert sich zunächst einmal. Wer sichert sich die Spitze? Außen ist Malia sofort gut auf die Beine gekommen. Alaska Königin, Time of My Life ist mit dabei. Dahinter sehen wir Las Fuentes an der Innenseite. Die Farben von Kalahari Soldier und ganz an der Innenseite Shazam. So geht es unter ihrem Beifall gleich am Zielpfosten vorbei auf die Schlussrunde. Time of My Life und Malia an der Außenseite. Alaska Königin, dann die Gruppe mit Shazam, Kalahari, Soldier, Las Fuentes, an der Außenseite La Celerina. Dahinter sehen wir ganz an der Außenseite Ephraim, so geht es durch den Bogen hindurch, Swatshire an der Innenseite. Dann sehen wir an der Außenseite Springbok Flyer vor Testa di Moro und letztes Pferd ist zunächst einmal Notre Same. Im Iffelsheimer Bogen, die Kandidaten unterwegs in Richtung der Gegenseite. Das Tempo ist durchaus ansprechend. Time of My Life führt vor Alaska Königin. Dahinter haben wir anderthalb, zwei Längen bis zu Shazam an der Innenseite. Außen begleitet von Malia. Kopf-Kopf galoppieren innen Kalahari Soldier und La Celerina. Dann Ephraim, Las Fuentes an der Außenseite begleitet von Springbok Flyer. Vor Swatshire Sonics, der Favorit der Prüfung. Dann Testa di Moro und an der Außenseite davon galoppiert Notre Same. So sind die Pferde Mitte gegenüber unterwegs, wenig Positionsveränderungen. Time of My Life führt vor außen Alaska Königin, Shazam an der Innenseite. Dahinter sehen wir Malia, Kalahari, Soldier, Ephraim. Hängt da so die ganze Zeit ein wenig nach außen, das gibt Andreas Helfenbein keinen leichten Ritt. Dann sehen wir Las Celerina, Swatshire hat ein wenig Boden gut gemacht. Vor Springbok Flyer, Las Fuentes ist dahinter auszumachen. So geht es ausgangs der Gegenseite in den Schlussbogen jetzt hinein. Time of My Life führt vor Alaska Königin, La Celerina, Kalahari Soldier, dann in nachfolgender Position Springbok Flyer, Swatshire, Las Fuentes an der Außenseite Sonics, dahinter Testa di Moro, Notre Same und Ephraim fällt jetzt hier völlig aus dem Rennen. Es geht gleich in den Einlauf hinein, Time of My Life marschiert, Time of My Life vor Alaska Königin, Shazam lässt sich anfassen, Malia, Kalahari Soldier, La Celerina bleibt mit dabei, Swatshire an der Innenseite, Alaska Königin geht resolut nach vorne, Alaska Königin vor Malia, dahinter Time of My Life, Swatshire, ganz an der Innenseite kommt Notre Same, aber Alaska Königin ist weg auf den letzten 150 Metern, da kommt keiner mehr ran, Alaska Königin für das Gestüt Röttgen, für Markus Klug und für Martin Seidel, verliert hier die Gegner im Auktionsrennen, Alaska Königin ist turmhoch überlegen, Alaska Königin gewinnt, dahinter ist es Malia auf Platz 2, drittes Pferd wird Notre Same und dann ein bärenstarker Lauf von Swatshire vor Shazam und Sonics. Der vorläufige Einlauf für das fünfte Rennen des Tages, Preis des Casino Baden-Baden, BBAG Auktionsrennen. Erfolgreich war die Programm Nummer 11, Alaska Königin mit Martin Seidel. Zweites Pferd war die 13 Malia mit Philipp Minarek und auf Platz 3 war es die 3 Notre Same und Mirko De Muro. Vorläufig heißt das also 11, 13 und die 3. Und hier vor der Bener Seetribüne auf Zielhöhe, da sehen wir sie, die Siegerin im Preis des Casino Baden-Baden BBAG Auktionsrennen. Erfolgreich war die dreijährige Sternkönig-Tochter Alaska Königin. Im Besitz des Gestüt Röttgen. Markus Klug in Heumeier ist der Trainer und zum Sieg geritten wurde Alaska Königin von Martin Seidel.
So, das ist nochmal Ihr Beifall für das siegreiche Team um Alaska-Königin und Martin Seidel.